Die gute Resonanz ist ungebrochen. Bereits zum 11. Mal konnten sich interessierte Besucher zur Ausbildungsmesse in der Plauener Festhalle zum Thema Berufs- und Karriereplanung informieren. Fast 140 Aussteller stellten sich den Fragen von rund 2500 Messegästen. Seit über 10 Jahren setzt die Ausbildungsmesse Vogtland auf ein bewährtes Konzept. Die Jugendlichen erhalten ein Rundum-Paket für die Ausbildungs- und Studienwahl. Aus nahezu allen Wirtschaftsbranchen werden betriebliche Ausbildungsangebote für die kommenden Jahre vorgestellt. Fast 500 waren es in diesem Jahr. Wir haben jetzt die 11. Messe und wir haben also eine Höchstzahl an Ausstellern. Wir haben 140 Betriebe. Teilweise haben wir Branchen zusammengefasst, aber wir haben wirklich ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten für unsere jungen Leute, Ausbildungsbetriebe aus allen Branchen. Zum Zeitpunkt des Interviews gegen 16 Uhr war der Andrang enorm. Ich habe also das Gefühl, wir haben bis jetzt einen ganz hohen Zuspruch. Also es wurde richtig eng jetzt. Jetzt merkt man natürlich gut, jetzt kommen die mit den Eltern. Also das sind der erste Schub ist vorbei. Aber ich glaube, dass wir bestimmt eine höhere Zahl an Besuchern haben wie im letzten Jahr. Warum ist das Interesse so groß? Ich denke, dass unsere Werbung gut ist und der Ruf der Messe ist mittlerweile sehr gut. Also das ist auch in den Schulen angekommen. Was ich gemerkt habe, wir haben doch etliche Lehrer heute begrüßen können, die sich jetzt auch dafür interessieren und auch mal schauen wollen, was dann für ihre Schüler, die also bei ihnen dann den Abschluss machen, was da so geboten wird. Helga Lutz hat die Messe mit aus der Taufe gehoben. In den 11 Jahren hat sich auf dem Ausbildungsmarkt viel geändert. Ja, wir haben natürlich, ich sag mal, auf dem Ausbildungsmarkt einen totalen Wandel hinter uns. Wir, vor 11 Jahren, da klang das zwar jetzt schon langsam ab, aber wir haben ja Situation gehabt, dass auf eine Ausbildungsstelle 3 Bewerber kamen. Und das war eine Situation, die für junge Leute sehr belastend war. Da konnte sich der Ausbildungsbetrieb aussuchen, wen er haben wollte. Das hat sich total rumgedreht. Wir werden auch dieses Jahr nicht alle Ausbildungsstellen im Vogtland besetzen können. Das wird so sein, dass wir wahrscheinlich wieder eine Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen noch nach dem Stichtag zu verzeichnen haben und immer noch versuchen, also Leute zu finden. Und man merkt auch an dem Auftreten der Betriebe, dass sie jetzt richtig werben. Also das sind Top-Geschenke, die da für die Jugendlichen dabei sind. Die bringen ihre Azubis mit, um Werbung zu machen. Viele haben auch, ich sag mal, praktische Beispiele, lassen den jungen Mann oder das junge Mädchen mal was arbeiten oder ein bisschen versuchen. Also man merkt, dass die Betriebe sich jetzt richtig Mühe geben und richtig also was aufbieten, um junge Leute anzusprechen. Und das ist eigentlich eine positive Änderung. Also für unsere jungen Leute ist das natürlich gut. Auf der anderen Seite merken wir natürlich, dass die jungen Menschen jetzt schon verwöhnt sind. Ne? Sie lassen sich dort mit Informationen versorgen. Es hilft trotzdem nicht immer, dass jeder weiß, was er werden will. Ne? Die gehen dann auch teilweise wieder raus und wissen trotzdem nicht, was sie machen wollen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. So ist es auch hier und das wird sich nicht so schnell ändern. Im Gegenteil. Der Trend wird wahrscheinlich weiter anhaltend. Also wir wissen ja, was wir an Schulabgängern die nächsten Jahre bekommen. Und es wird so sein, wenn die Ausbildungsbereitschaft weiter anhält, und das wird sie, dann werden wir dieses Missverhältnis auch in den nächsten Jahren haben. Wir haben hier gerade im Vogtland natürlich auch eine demografische Entwicklung. In den nächsten Jahren wird die Generation der Babyboomer wird in Rente gehen und dann werden ganz viele Stellen frei. Also die Betriebe brauchen eigentlich noch mehr Nachwuchskräfte. Mehr und auch wirklich junge Leute, die bereit sind, also ich sag mal, Fachkräfte zu werden. Die Messe wird deshalb auch in Zukunft Bestand haben. Also das will ich hoffen. Ich möchte das schon. Also nachdem ich das also vor 11 Jahren dann doch mit großen Anstrengungen mit meinen Mitarbeitern aus der Taufe gehoben habe, würde ich mich natürlich freuen, wenn das auch Bestand hat in der Zukunft.